Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko-thieme.club. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Herr Thieme, wir müssen heute natürlich erstmal über Öl sprechen. Sie hatten vor fallenden Ölpreisen gewarnt, hatten den Ölpreiscrash, den wir ja in diesem Jahr schon hatten, als zweiten schwarzen Schwan bezeichnet, über den viel zu wenig gesprochen wird. Im Zuge Corona haben ja alle nur noch über Corona gesprochen. Und das hat die Lage am Ölmarkt ja nicht besser gemacht, weil die Nachfrage in weiten Teilen weggebrochen ist. Jetzt gab es auch noch etwas, das man vielleicht ja als Spekulationschaos bezeichnen kann, sodass der Ölpreis sogar ein ganzes Stück in den negativen Bereich gefallen ist. Das würde also im Prinzip bedeuten, wer Öl kauft, der bekommt noch was obendrauf. Ganz so ist es natürlich nicht, weil es geht im Endeffekt um Terminspekulation und es wird auch in Zukunft niemand an der Tankstelle für Tanken bezahlt werden, das möchte ich vielleicht voraus mal sagen. Aber eine vor kurzem noch unvorstellbare Situation ist heute schon wieder Realität geworden. Wir wurden mal wieder überholt von den Gedankenspielen und der Realität. Herr Thieme, wie ist denn aus Ihrer Sicht die Lage gerade? Die Lage ist hochinteressant, um es positiv auszudrücken. Sie ist total verworren, um es negativ auszudrücken. Und für den Anleger und für unsere Clubmitglieder ergeben sich aus meiner Sicht dort echte Chancen. Aber zuerst die Spekulation am Terminmarkt im Öl kann jeder vergessen. Da muss man Fachmann sein, da muss man 18 Stunden am Tag vor seinem Computer sitzen, alle Informationen der Welt parat haben und kann dann auf Sekundenschnelle nicht verhandeln. Und dennoch gibt es bei den sogenannten Experten auch totale Verlierer und auch Gewinner. Das ist Spielbankmentalität. Das machen wir in unserem Club eigentlich nicht. Wir deuten es nur mal an. Und wenn wir in der Spielbankmentalität sind, dann bitte mit kleinsten Summen, die nicht mal bei 1% liegen. Deswegen können wir es eigentlich vergessen. Aber es gibt interessante Möglichkeiten im Energiesektor, die wir natürlich in den folgenden Minuten auch besprechen wollen. Ja, davor möchte ich das, was Sie gerade gesagt haben, trotzdem nochmal deutlich machen, denn es fragen natürlich jetzt auch viele Private, ob das nicht die Gelegenheit ist, sich an Ölspekulationen zu beteiligen, denn das Argument ist da, günstiger als $40 negativ wird es ja wohl kaum werden. Man darf aber nicht vergessen, dass es da eben um Terminkontrakte geht und komplizierte Finanzprodukte. Kann der Private sowas überhaupt, mal abgesehen davon, ob wir das jetzt im Club empfehlen oder nicht, kann der Private sowas überhaupt oder sollte man das wirklich den Profis überlassen? Man sollte es den Profis überlassen. Natürlich, theoretisch kann der Private all das machen, was die Profis machen können. Aber werden wir doch mal wieder realistisch. Als wir diesen Club vor 3,5 Jahren gründeten, war es das Bedürfnis zu sagen, wir wollen uns einmal in der Woche mit den Clubmitgliedern im Dialog unterhalten, die Anlageszene aufbereiten, mit Empfehlungen kommen und das Ganze auch etwas mittel- oder längerfristig ansetzen, nicht nur auf Wochenbasis sagen, das ist unsere Spekulation der Woche, nächste Woche machen wir was anderes. Diese Zeit haben ja unsere Clubmitglieder alle nicht. Die meisten haben ja einen Beruf oder haben Hobbys, wenn sie im Ruhestand sich befinden und wollen sich nicht Tag und Nacht mit der Börse beschäftigen. Deswegen wäre diese Spekulation meines Erachtens für die meisten nicht geeignet. Wer da ganz spezielles Interesse hat, kann sich natürlich bei uns mal melden mit Telefonnummer, dann könnte man zum Beispiel eine Zoom-Konferenz machen, nicht wahr, sagen, okay, was kann man hier in diesem Bereich machen, aber es ist die Summe, die man investiert und die sollte maximal aus meiner Sicht bei 1% sein. Warum? Denn wenn ich im Jahr 12-mal Spekulation vornehme mit jeweils 1% und jeweils das Negative, der Totalverlust auftaucht, dann habe ich 12% verloren, das ist schon eine ganze Menge. Wenn man dann einmal einen richtigen Treffer hat, der sich dann verdreifacht, hole ich einen Teil der Verluste auf. Aber das ist ein Geschäft, was ich unseren Clubmitgliedern zur Basis, zur Seriosität unseres Clubmottos eigentlich nicht zumuten möchte. Zum Ölpreis möchte ich auch nochmal fragen. Ich hatte jetzt gerade die These aufgestellt, die ich von einigen Privatanlegern gehört habe, die gesagt haben, ja, günstiger wird es ja wohl kaum werden. Wie riskant ist eine solche Aussage? Können Sie sich vorstellen, dass im Ölpreis, man muss ja jetzt dazu sagen, es war der Terminmarkt-Ölpreis, diese $40 minus, der Ölpreis, den man so sieht, der liegt ja ganz woanders. Ist dieses Argument, günstiger wird Öl kaum werden, als es aktuell gerade war, ist das gefährlich? Das ist gefährlich, weil der Ölpreis eigentlich, wenn man ihn nimmt, durchaus auf seinen Kostenpunkt zurückgehen könnte. Und in Saudi-Arabien, ich hatte das ja schon mal in der letzten Sendung gesagt und Diskussion, liegt es bei ungefähr $3 pro Fass.
Der Preis für Texas Öl könnte deswegen, ich hatte es auch schon mal auf meiner täglichen Marktprognose genannt, könnte theoretisch dann auf $3 fallen. Darunter wäre es natürlich auch denkbar in einem Notverkauf, wenn man mit Verlust verkaufen muss, weil man pleite ist. Das wird Saudi-Arabien nicht werden, nicht wahr? Aber wenn man das materisch annimmt, ist das auch denkbar, aber dann nur ganz kurzfristig. In anderen Worten, diese $40 minus muss man sich folgendermaßen vorstellen, damit das auch jeder versteht. Man geht zu Lidl, zu Aldi oder Rewe, sagen wir mal. Und man kauft dort ein für 150 Euro, will sich eindecken für die Woche oder für den Monat, was auch immer. Und man steht an der Kasse und ist bereit, seine Kreditkarte zu zahlen. Und Rewe überrascht ein oder Aldi und Lidl und sagen, nein, Herr Müller oder Herr Thieme, Sie kriegen von uns 100 Euro. Ich sage, 100 Euro, ja, und die 150, nein, das schenken wir Ihnen alles. Wir bedanken uns, dass Sie die Ware abgeholt haben, denn Folgendes, wir haben gerade einen Lastwagen stehen hinter unserem Einkaufszentrum, der muss jetzt voll einladen oder ausladen, die neue Ware, und wir haben keinen Platz. Und damit die neue Ware nicht gleich weggeschmissen werden muss, nehmen wir die alte Ware raus und verschenken sie Ihnen. Und da Sie es uns abgenommen haben, zahlen wir Ihnen sogar noch was, damit wir möglichst schnell die Lagerstellen räumen können. Das war die Situation. Also eine absolut, nicht pervertierte, aber Ausnahmesituation. Und die also nicht täglich auftaucht. Deswegen ist es einmal in die Geschichtsbücher mit hineinzutragen. Aber das wäre es auch. Daran jetzt große Geschäfte zu verbinden, mit denen man spekulieren kann. Ja, wir können überall spekulieren. Ich kann genauso, um das nochmal zu sagen, beim DAX-Index heute spekulieren. Ich war heute Morgen, sage ich, okay, oder gestern Abend, ich setze darauf, der DAX wird steigen, nachdem er 2 Tage gefallen ist, und kaufe ein Hebelprodukt, was ungefähr 100 Punkte vom DAX weg ist. Ja, mache ich eine Verdreifachung oder Vervierfachung in 2 Stunden. Aber das ist echte Spekulation. Wer sich damit speziell beschäftigt, das kann er tun. Aber das ist nicht der Grundtenor und die Intention, die wir hier in dem Club propagieren wollen. Seriöse Anlagestrategie, versüßt oder versalzt oder gepfeffert mit einigen Spezialitäten, wo man auch mal eine größere Erfolgsquote hat. Aber generell bin ich sehr zufrieden, wenn eine Anlage 10, 20 oder mal 30% bringt. Das sollten nicht 100 oder 200% sein. Das sind die kleinsten Summen bei den Hebelprodukten. Aber das darf und soll auch nicht unsere Hauptaufmerksamkeit sein. Das ist nur für diejenigen geeignet, die sich darauf spezialisieren wollen. Und die können uns auch gerne anschreiben. Und dann kann man da auch eine kleine Gruppe mit kreieren, wo man dann über Zoom Konferenz etwas machen kann, aber das wäre eine Sondersituation. Ja, stattdessen geht es bei uns um Investieren, und auch da haben Sie ja gesagt, bietet diese Situation am Ölmarkt einige Chancen. Wir haben in der Vergangenheit ja schon oft über Öl gesprochen. Wer also jetzt doch investieren will, was sollte der tun? Ölfirmen sind ja Ihre Variante, früher waren es manchmal auch gerne Öl-ETF, wollen wir gleich drüber sprechen. Erstmal über Ölfirmen, ist das gerade das Mittel Ihrer Wahl? Greifen Sie da gerade zu? Mehr dazu gibt's im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.